26. August 2020. Die verletzte Judith, Katrin Ingendo, will nach der Trennung von Alex, Philipp Oliver Baumgarten, einen Keil zwischen ihn und Astrid, Claudia Schmutzler, treiben. Dafür benutzt sie ihren Sohn Oskar, als Astrid nämlich spontan als Babysitter einspringen soll. Läuft Oskar wie geplant weg und Astrid muss sich vor Alex verantworten. Gregor, Wolfram Granditzka und Henning, Herbert Ulrich, verbünden sich, um den Hof doch noch zu bekommen und engagieren eine Schauspielerin, die Bruno, Wolfgang Hensch, versichern soll, den Hof in seinem Sinne fortführen zu wollen. Dabei verfolgen sie andere Pläne. Gitte, Brucke Meyer, sorgt dafür, dass Bruno gute Laune hat. Anton, Jean-Luc Caputo, will sich nach dem Entrümpeln des Kellers mit zwei gefundenen Flaschen Wein belohnen.